Jo, herzlich willkommen bei NetNerTV. Ich bin für super, super gute Videos. Hatet mich nicht. Eine Bombe in einem Zug, zwei Terroristen. Die Spezialeinheit greift ein, stürmt den Waggon, befreit die Geiseln. Nur eine Übung. So bereitet sich Rio de Janeiro auf die Olympischen Spiele in knapp 3 Wochen vor. Nach dem Anschlag in Nizza ist die Sorge vor Terror in Rio noch einmal gewachsen. Für Olympia haben wir Alarmstufe Gelb. Das heißt, verstärkte Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen. Die Sicherheitskräfte sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Bei einer konkreten Bedrohung können wir die Alarmstufe auf Orange oder Rot erhöhen. Die Sicherheitskontrollen auf brasilianischen Inlandsflügen wurden noch einmal verschärft. Kampfjets über dem Zuckerhut. Es gab in den vergangenen Wochen Berichte über brasilianische Chatgruppen von Sympathisanten des Islamischen Staats. Außerdem Gerüchte aus Frankreich über Anschlagspläne in Brasilien. Doch konkrete Terrorhinweise, das betonen die brasilianischen Behörden immer wieder, gibt es. Doch auch jenseits einer möglichen Terrorgefahr steckt die Olympiastadt in der Sicherheitskrise. Steigende Gewalt in den Favelas und Rios Straßen werden immer unsicher. Die Zahl der Raubfälle ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 30% gestiegen. Rio war schon immer gefährlich. Doch jetzt wird es immer schlimmer. Abends um 8 am Hauptbahnhof, wie viele Handys da gestohlen werden. Niemand tut das und die Polizei steht daneben. Ich fühle mich nicht sicher, nicht mal hier in Copacabana, dem Vorzeigeviertel der Stadt. ZDF-Interview mit Rio de Janeiros Sicherheitssekretär im Krisenreaktionszentrum des Bundesstaates. Er wirkt frustriert. Durch die schwere Wirtschaftskrise kann er seine Polizisten nicht mehr pünktlich bezahlen. Für ihn auch eine Ursache für die steigende Gewalt. Früher haben wir unseren Polizisten auch Überstunden bezahlt. Dadurch konnten wir die Zahl der Polizisten auf der Straße erhöhen. Dieses Programm gibt es nicht mehr. Die Regierung des Bundesstaates Rio hat uns diese Möglichkeit gestrichen. Trotz Krise, für Olympia wird aufgerüstet. 85.000 Soldaten und Polizisten sollen die Spiele schützen. Doppelt so viele Sicherheitskräfte wie vor 4 Jahren in London. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Bis bald!